die lustigen Küchenspiele Teil 2. Herzlich willkommen bei Yamtamtam. Ihr wollt sie, ihr kriegt sie, die Küchenspiele. Wir machen köstliche Kartoffel-Käse-Muffins, aber natürlich nicht einfach so. Denn wir haben Herausforderungen und für jede gewonnene Herausforderung bekommt derjenige eine goldene Medaille. Und wer die meisten Medaillen am Ende hat, bekommt den goldenen Edgar. Und Muffins. Ja, das auch. Für unsere Kartoffelmuffins brauchen wir natürlich Kartoffeln. Und jetzt geht es darum, die Kartoffeln so zu schälen, dass ein möglichst langes Stück Schale dabei rauskommt. Wer das längste hat, gewinnt. Ich hab meine Waffe. Nein! Da war ich zu kraftvoll. Ja. Das sind keine 20 cm. Nämlich. Wie du es aber mitsingen kannst. Macht euch darauf gefasst, dass ich alle Spiele gewinnen werde. Wow, was eine Ansage. Ich habe eh schon verloren. Du hast doch eh schon bisschen verloren. Ja, deswegen kann ich ein bisschen sabotieren. So. Aber du kannst doch nicht zwei Leute sabotieren. Ist schon vorbei. Doch klar, ich habe zwei Hände. Doppelsabotage. Fass nicht an! Ich leg's nur aus. Guck mal. Ist ein S. Wie Feli. Melissa hat gewonnen. Ja? Sicher, leg mal an. Oh, das ist aber ein dünnes Stück. Melissa hat die längste. Die kürzeste hat die längste. Ich musste was ausgleichen, weißt du? Eine Anstandsmedaille, aber jetzt ist egal. So, und die Kartoffeln werden jetzt gekocht und währenddessen weitergespielt. Sehr gut, ich brauche nämlich auch eine Medaille. Unsere Kartoffeln stehen auf dem Herd und sollen später zu Brei werden. Und dafür brauchen wir natürlich Milch. Und dafür bekommt jeder hier so einen Pack und muss 200 Milliliter abmessen. 3, 2, 1, los! So, reiche mir den Messbecher. Wir werden nun ausmessen. Ich beginne mit Feli. Dun, 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 gieß die Milch. Wow, oh. Nicht schlecht. Stell's mal hin. Genau, hinstellen. Das sind fast 200 das Milliliter. Das sind ziemlich genau 200 Milliliter. Dann gieß mir das mal um. Wie viel hatte ich noch mal? So ziemlich genau 200 Milliliter, Angeberin. Aber guck mal weiter. Melissa. Aber auch nicht so schlecht. Müh weniger vielleicht, ne? Aber vielleicht Müh. Boah, bin ich stolz auf mich. Ja. War nicht so schlecht. So, jetzt komme ich gleich danach. Und jetzt werdet ihr euch wundern. Tü-tü. Siehste, aber auch nicht drüber. Toll. Bekommt jemand eine Medaille? Achtung. Kommst du ran? Na, geht so. Ich muss sie dir irgendwie vor die Stirn hauen und deine. Genau. ich habe ein blaues Auge von der Medaille. Das ist jetzt der Medaillenclub. Entschuldigung. You can't sit with us. Aber ihr wolltet erstmal in den schwarzen Kleidungsclub, ja? Das ist meiner. Unsere Kartoffeln sind gekocht und jetzt ist es Zeit, all unsere Aggressionen abzulassen, denn wir brauchen Kartoffelbrei und der muss gestampft werden. Und wer zuerst richtig schön Kartoffelbrei hat, hat gewonnen. Man setzt den Stampfer an. Ja. Eins, zwei, Stampf! Reicht das? Das ist alles klein. Ja, okay, du hast gewonnen. Cool. Ja. Jetzt bin ich auch im Club der Teilnehmerurkunden. So. Kannst du dir schön selber umhängen, ne? Ja, schon dabei. Guck mal, wie schön sie an mir aussieht. Viel schöner als bei dir. Ich glaube, ich will gar nicht mehr mit dir im Club sein. Ja, dann gib's doch her. Dann habe ich zwei. Dann bin ich wie Flavor Flav. Wir machen einfach gleich den Club der Leute mit zwei Medaillen ohne Felix. Oh, Angeber. Unsere Kartoffeln brauchen natürlich Geschmack. Und den bekommen sie von Schnittlauch und Chili. Jetzt geht es darum, wer das Ganze am schnellsten hackt. Auf die Plätze. Fertig. Los. Also eigentlich hat ja keiner gesagt, wie fein. Man könnte es eigentlich nur halbieren und sagen, gewonnen. Fertig. Also keiner hat gesagt, wie fein das sein soll. Furchtbar. Na und? Es geht doch gar nicht um Aussehen, sondern... Geht weiter. Ja, ja, genau. Fertig. Ich würde sagen, aktuell wird jetzt mal hier kontrolliert. Also Melissa hat auf keinen Fall gewonnen. Nee, ich bin raus. Also nirgendwo wurde gesagt, wie fein und ich war zweimal schneller fertig. Und du hast genauso große Stücke, sag mir nix. Ihre sind viel kleiner. Wo? Guck mal, da ein Riesenstück, da bei eine ganze Scheibe. Bei diesen Chilischoten wird einem auf jeden Fall
Heiß. So. Zu heiß. Eindeutig gewonnen. Also ich habe verloren und ich würde lieber Felis Haufen essen als deinen. Aha, seit wann entscheidet denn der Verlierer? Ich finde, das ist ein abgekatertes Spiel hier, eindeutig. Okay, es gab keine Einigung, heißt, beide bekommen eine. Dann nimm dir deine. Ha, wer war jetzt schneller im Zweig-Medaillen-Club, hä? Für unsere Muffins brauchen wir natürlich Käse und hier kommt gleich die nächste Herausforderung, denn wir müssen diesen so schnell wie möglich reiben. Wir reiben auf der größten Stärke und natürlich nur so weit, dass die Fingerchen sicher sind. Also, nehmt euren Käse, nehmt eure Reibe, 3, 2, 1, reibt. Ist mehr so hacken, ne? Ja, ja. Naja, ich habe ja schon zwei. Kann ich später aufholen. Ich bin fertig. Was ist das? Das ist eigentlich zur Kindersicherheit. Zur Kindersicherheit? Was ist das? Ja, naja, sie hat ihn einfach zerberstet mit ihrer Kochpower. Ja, gut, dann, ne? Geht der Punkt an Feli. Okay, okay, okay. Lieblingsmoment, ganz wichtig. Ja, das stimmt. Alle zusammen. Okay. 3, 2, 1. Wow. Das ist mir eigentlich noch lieber als die Medaille. Bitteschön. Boah, ich kann die kaum noch tragen, ey. Angeberin. Als letzte Zutat brauchen wir jetzt noch Eier und die Aufgabe ist es, mit einer Hand ein Ei so aufzuschlagen, dass keine Schale drin ist. Bereit? Bereit. So, nacheinander. Wer möchte anfangen? Felix. Mach ich. Das ist voll unfair. Seine Hand ist viel größer als meine. Ja, naja, aber ich habe auch winzige Hände. Wir können ja mal Feli und meine Hände vergleichen. Vielleicht hast du mehr Feingefühl. Ja, guck mal, guck mal. Feli und ich haben fast gleich große Hände. Aber meine ist mini. Ich bräuchte ein kleineres Ei. So ein Wachtelei. Dann wär's gerecht. Die sind alle sehr gleich groß. Tut mir leid. Ist aber ohne Schale raus. Gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ne? Nee, hätte ich ehrlich gesagt wirklich nicht erwartet, so wie es aussah. Da ist Schale. Oh nein. Oh. Das hast du doch gerade eben, während ich weggeguckt habe, reingeschmissen. Hab ich nicht. Oha, da ist ein Stückchen Schale. Da, ich sehe es ganz genau. Das war vorher nicht drin. Als ich eben noch drauf geguckt habe, war es nicht da. Das Illuminati-Dreieck, ich sehe es ganz genau. Ja, die sind dran schuld. Das ist eine Nachricht. Also ich wittere hier eindeutig Schiebung, aber mach's doch besser. Mann, ich kann das schon nicht mit zwei Händen. Wie soll ich das denn jetzt mit einer machen? Angeberin, das beobachte ich jetzt ganz genau. Ja, sogar mein Eigelb ist noch ganz. Und jetzt ich. Ah! Das war sehr schwungvoll. Ja, ich hab's schon verkackt. Es war aber auf jeden Fall witzig. Ja, aber es war bis auf den kleinen Fauxpas, aber gut, ja. Ansonsten schalenfrei. Verdient. Danke. Ja, obwohl ich immer noch Schiebung wittere. Nein, Quatsch, hier, bitteschön. Naja, wir werten das dann nachher mal aus. Ah, na gut, aber erstmal Muffins fertig machen. Ja. Okay, ich mach mal ein bisschen Butterweich. Muffinblech. Ich würde sagen, ihr mischt jetzt einfach mal alles zusammen. Yay. Okay. Nein. Klumpf. Gieß, 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 gieß. Komm mit Schnittlauch und Chili. Ja. Salz. Und natürlich Pfeffer. Wir brauchen noch Muskat. Ich gebe die Butter dazu. Und die Eier. Platsch. Flop. Ich mische das schon mal durch. Jetzt brauchen wir noch jemanden, der die Form ein bisschen ausbuttert. Ja. Ein gespanntes Zugucken, wie Melissa Lee die Muffinform buttert. Außerordentlich kunstvoll tunkt sie den Pinsel in Butter und anschließend in die Muffinform. Sie können nun hier sehen, wie feine Butterspuren ihren Weg in die Form machen. Finden. Finden, Entschuldigung. Gut, kann losgehen. Das haben wir uns auch verdient nach einer ganzen Spielerei, wa? Das war keine Spielerei, das war ein Wettbewerb um den goldenen Edgar. Das ist ein wichtiger Preis. Den wer gewonnen hat? Das wissen wir noch nicht, denn die Siegerehrung ist noch nicht da.
So, fertig und jetzt kommen sie für 20 Minuten in den Ofen. Ich hab Bock. Die Muffins sind fertig. Hol sie raus. Wenn ihr wüsstet, wie sie duften, wow. Wow, tada. Sieht gut aus. Jetzt müssen sie noch abkühlen und dann können wir sie essen. Yes! Es geht los. Yay! Oh, noch ganz fluffig. Boah, das schmeckt wirklich lecker. So wie ein köstlicher Kartoffel-Käse-Rührei-Auflauf. Fluff ist so fluffy in meinem Mund. Und es ist goldbraun. Und wisst ihr, was mir bei Gold noch einfällt? Wir haben ja noch einen Preis zu verleihen. Ja. Und ganz knapp überreichen wir zusammen hier den goldenen Edgar. Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, euch haben unsere Küchenspiele gefallen. Wenn ja, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da und ganz viel Spaß beim Nachbacken. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Das würde uns sehr freuen. Bis bald. Tschüss. Ciao.